Hallo Gesang zum ersten Video einer neuen Reihe, die ich starten möchte, und zwar nenne ich die Tellerrand. Zumindest ist das mal der Arbeitstitel. Mal schauen, ob ich das so beibehalte oder ob das einfach doch dann weiterhin unter Checkliste läuft. Das kommt auch ein bisschen drauf an, wie das bei euch ankommt. Was bezwecke ich mit dem Tellerrand? Der Name wird es vielleicht ein bisschen verraten. Blick über den Tellerrand. Hier habe ich vor, ab und zu mal ein Spiel vorzustellen, das vielleicht nicht ganz so gut auf dem Kanal passt, ich aber trotzdem sehr, sehr gut finde und euch unbedingt zeigen will. Und nicht so ganz bedeutet in dem Fall, es hat schon irgendwie was mit Management oder mit Ressourcen oder mit Planung zu tun, also soweit schon. Und Darkest Dungeon, das erste Spiel in dieser neuen Reihe, das trifft da auf jeden Fall drauf zu, weil es ist zwar eine Dungeon Crawler bzw. ein Roguelite oder Roguelike Game, wie man so schön sagt, also prozedural generierte Dungeons, durch die man sich hier rundenbasiert kämpfen muss, aber es ist eben sehr viel Management mit im Spiel, sehr viel Planung, die man hier machen muss. Und was Darkest Dungeon auf jeden Fall auszeichnet, ist, dass es relativ wenig Regeln hat, diese aber so komplex sind, dass einfach das Spiel extrem abwechslungsreich ist. Noch dazu, das Ganze aktuell im Early Access, sieht man auch da unten, für das ist es aber schon sehr weit gereift und hat auch eine super tolle Story, also würde unbedingt empfehlen, vielleicht mal das Intro anzuschauen, gibt es, soweit ich weiß, eine Menge davon zu sehen, beziehungsweise kann man es, glaube ich, auch bei Steam anschauen, in den ganzen Videos, die dort zur Verfügung stehen. Story ist, wie gesagt, sehr, sehr toll. Werde ich jetzt nicht allzu viel drauf eingehen, weil ich es auch ganz interessant finde, die selber zu entdecken und rauszufinden. Und entsprechend starte ich auch nicht von Anfang an, sondern mitten im Spiel, um da zum einen sozusagen nichts zu spoilern und zum anderen, damit wir einfach uns das Spiel ein bisschen besser anschauen können, weil es wird nach und nach erst alles freigeschaltet, die ganzen Gebäude, also die hat man nicht von Anfang an zur Verfügung, und so tue ich mir einfach leicht, ein bisschen mehr vom Spiel zu zeigen. Also, um was geht es primär? Man muss Missionen erfüllen. Man kann hier eben diverse Missionen aussuchen. Ich habe hier auch schon ein bisschen was abgeschlossen, wie man hier zum Teil sieht. Es steht aber noch eine Menge zur Verfügung. Man muss sich halt so nach und nach vorkämpfen zum Darkest Dungeon, zum Endgegner sozusagen, den man eben besiegen muss. Wie gesagt, Story wollte ich nicht allzu viel drauf eingehen, aber die Backstory ganz kurz zusammengefasst ist, dass der Onkel von einem hier irgendwelche bösen Mächte aktiviert hat und das ganz schön bereut und um Hilfe bittet sozusagen, und wir sind jetzt eben zurück nach Hause gekommen und versuchen hier eben das Ganze wieder rückgängig zu machen. Ja, wir können uns eben einen dieser Dungeons aussuchen, gibt verschiedene Belohnungen, wie man hier auf der linken Seite sieht, und die Dungeons haben auch eine unterschiedliche Länge und entsprechend muss man sich auch zum Teil ein bisschen unterschiedlich drauf vorbereiten. Und es gibt auch unterschiedliche Ziele, also hier zum Beispiel 19% der Räume erkunden und hier habe ich, glaube ich, gesehen, genau 100% der Kämpfe bewältigen, was tatsächlich nicht das gleiche ist, aber das werden wir dann, glaube ich, im Spiel sehen. Und wenn man hier eben einen Dungeon erkunden bzw. ausräumen will, muss man sich eine Party zusammenstellen. Wir haben hier in dem Fall 9 Helden zur Verfügung, die man sich nach und nach zusammensammeln kann. Und ja, die stellt man hier einfach zusammen, 4 Stück, mehr oder weniger beliebig. Zumindest kann man sie beliebig zusammenstellen, ist aber sehr, sehr wichtig, wie man sie zusammenstellt, kommt ganz auf die Fähigkeiten von denen an, und das werden wir uns jetzt mal ein bisschen im Detail anschauen. Nämlich hat jeder dieser Helden unterschiedliche Fähigkeiten, die er einsetzen kann. Die sehen wir hier zum Teil auch noch nicht aktiviert, müssen wir erst kaufen, und jeder dieser Fähigkeiten hat ganz unterschiedliche Eigenschaften, und es ist maßgeblich, das sieht man hier an den gelben und roten Punkten. Gelb heißt, wo steht der Held, wenn er diese Fähigkeit einsetzen will oder kann. Also das heißt zum Beispiel hier der Pistol Shot vom Gordon, der würde, wenn er ganz vorne steht auf Position 1, nicht funktionieren, und er kann auch in dem Fall nur auf einen Gegner, der auf Position 2, 3 oder 4 steht, schießen. Da haben wir zum Beispiel das Gegenteil sozusagen, point blank, also direkt auf kurze Distanz. Wenn er ganz vorne steht, kann er eben einen Gegner, der auch ganz vorne steht, angreifen. Grapeshot Blast gibt auch sowas.
wo man eben mehrere auf einmal trifft. Hier in dem Fall trifft man Gegner 1, 2 und 3, dargestellt durch die verbundene Linie. Und es gibt auch Buffs oder ähnliches, also die dann auf einen selbst bzw. auf einen der Mitspieler oder der Mithelden wirken. Ganz wichtig zum Beispiel bei den Heilern, da zum Beispiel Rames, die hat hier zum Beispiel Divine Grace, kann also hier in dem Fall heilen, 3 bis 5, aber auch nur, wenn sie relativ weit hinten steht. Und da gibt es auch Party Heal zum Beispiel hier, Divine Comfort, wird jeder eben geheilt, dafür ein bisschen geringer. Und wenn man hier einen neuen Helden anheuert, das kann ich ja mal kurz zeigen, das ginge hier beim Stagecoach, stehen eben immer wieder neue zur Verfügung. Hier zum Beispiel, die ist zwar von derselben Klasse, hat aber zum Start nicht unbedingt dieselben Fähigkeiten. Also das Set ist immer das gleiche, nur was zum Start zur Verfügung steht, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, dann gibt es noch die Camping-Skills. Man kann unterwegs nämlich auch campen, muss man unter Umständen auch sogar, je nachdem wie lang der Dungeon ist, und bekommt dann eine bestimmte Anzahl von Punkten und kann hier eben auch verschiedene Fähigkeiten einsetzen, die sich auf Heilung oder Stressreduktion primär auswirken. Oder man kann auch buffen für die nächsten paar Angriffe. Ja, und je nachdem, was der Held für eine Rüstung bzw. für eine Waffe trägt, das bestimmt eben die Hitpoint Base, 24 Hitpoints zum Beispiel in diesem Falle, dank eben dieser Rüstung, und die Attack Base, nenne ich es mal, Damage Base in dem Fall, 4 bis 9 Angriff, ist also die Grundstärke, 2% Chance auf kritisch, und die Speed Base ist 3. Ja, und je nachdem, in welchen Angriff man hier hat, gibt es da eben diverse Modifikatoren. Zum Beispiel beim Reynold kann man mal schauen, da eben gegen Monster-Type Unholy haben wir zum Beispiel plus 15% Damage, Genauigkeit, Space ist in dem Fall 80, da auch 80, dafür haben wir einen Damage-Mod von minus 40, also diverse Modifikatoren, und muss eben immer schauen, welchen Gegner greift man hier mit was an und wie stellt man eben die Party zusammen, auch je nachdem, welchen Dungeon man ausräumen will, weil auch hier sind die Gegner zum Teil ein bisschen unterschiedlich. Was kann man sonst noch in der Stadt tun? Ich habe kurz zwischendrin mal Stress erwähnt. Die Helden, wenn sie zu lange im Einsatz sind oder wenn sie zu viel im Dungeon sind, bekommen Stress. Sieht man hier an den weißen Balken, und zur Stressreduktion kann man sie eben in diverse Einrichtungen stecken. Zum Beispiel hier in der Abbey, da kann mitunter ja unser Ritter vielleicht beten. Na, in dem Fall zum Beispiel ist der Platz hier gerade von jemandem besetzt, geht also nicht. Aber eben die anderen Leute könnte man da reinstecken und dann gegen Geld eben in dem Falle den Stress reduzieren. Ist bei dem Kollegen zwar nicht notwendig, aber vielleicht eben bei dem hier nur, da haben wir gerade keinen Platz. Die Rames werden wir, glaube ich, mitnehmen auf die aktuelle Quest, weil wir brauchen unbedingt einen Heiler, und unser zweiter Heiler ist gerade einen Trinken, wie wir hier sehen können. Wo haben wir denn die Taverne? Genau, die trinken gerade ein bisschen was. Zusätzlich haben sie noch zwei negative Modifikatoren bekommen, weil sie zu gestresst waren, masochistisch und paranoid. Für das gibt es dann zum Beispiel hier das Sanatorium, wo wir sie eben heilen können, aber jetzt zuerst müssen wir ein bisschen Stress abbauen. Jedes Gebäude kann man übrigens auch aufwerten, dass die Kosten runtergehen oder dass mehr Plätze zur Verfügung stehen, und für das gibt es hier unten eine ganz spezielle Währung, so Artefakte, die man eben auch in den Dungeons nach und nach sammelt. In der Gilde kann man Kampffähigkeiten aufwerten auf höhere Level, in dem Fall muss man aber auch vorher das sich freischalten bei Kauf von Upgrades. Und was haben wir noch? Hier den Blacksmith. Da kann man überhaupt mal Heldenfähigkeiten... Ah nein, jetzt bin ich gerade falsch unterwegs. Hier konnte man genau die Waffe an sich verbessern, beziehungsweise die Rüstung, dass sie mehr Schaden macht oder ähnliches. Wo wollte ich jetzt noch hin? Irgendwas fehlt mir nämlich noch. Lasst mich kurz überlegen. War das doch hier in der Gilde? Habe ich das nur falsch interpretiert? Ah ja. Das war schon hier. Also man kann die Fähigkeit aufwerten oder überhaupt die Fähigkeiten erstmal aktivieren. Also wenn wir hier zum Beispiel schauen, genau da, was haben wir da noch? Nicht dabei, Dazzling Light, Mage Bash, also
Das müsste man sich dann eben Geld gegen Geld dazu kaufen. Und Geld, ja, haben wir momentan 11.000, ist relativ viel, könnte man auch was ausgeben, beziehungsweise muss ich fast ein bisschen sparen, glaube ich, für die ganzen Behandlungen. Wobei 11.000 ist wirklich eine Menge. Müssen wir mal schauen, wen nehmen wir denn auf die Mission mit, weil die wollt ihr ja auch sicher noch sehen. Also doch der Hauptteil vom Spiel. Ich habe zwar gesagt, viel Planung, aber eben im Dungeon hält man sich dann doch auch eine Zeit lang auf. Also einen Rainer, der ist ja schon auf Level 2, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann können wir ihn hier zurücklassen, beziehungsweise wäre es natürlich toll, wenn da irgendein Platz frei wäre, aber ich glaube, ah, hier wäre noch was in der Gambling Hall. Ist zwar teuer, aber den schicken wir mal da rein, weil er ist auch schon Level 1, den möchte ich mir behalten. Wir können natürlich auch Helden einfach rauswerfen und gegen neue austauschen. Kein Problem. Wenn wir zum Beispiel als die Rames nicht mitnehmen wollen, die möchte ich zwar nicht rauswerfen, weil die auch schon aufgelevelt ist, aber wir könnten uns von irgendjemand anderen trennen. Mal schauen, wen können wir denn rauskicken? Brauchen wir ihn hier? Er hat eine Menge interessanter Fähigkeiten, steht aber ganz gerne relativ weit hinten und da steht ja auch unsere Heilerin, genauso wie der Plague Doctor, den ich eigentlich auch ganz gerne mitnehme, weil er hat eine tolle Fähigkeit, nämlich Battlefield Medicine, da kann er unterwegs andere heilen. Also das ist mehr oder weniger meine Lieblingszusammenstellung, eine ganz, ganz klassische. Unseren Kämpfer ganz vorne, dann der Gordon als Unterstützung, der steht auch gerne auf Position 2 und dann eben ein Plague Doctor und eine Heilerin. Oder sollen wir sie doch mitnehmen und ein bisschen Stress riskieren? Ich glaube, sie schicken wir lieber irgendwo zum Ausruhen und ich trenne mich mal von ihm hier und stelle noch eine Heilerin ein. Der Erzähler übrigens, muss ich sagen, super stimmungsvoll. Ich hoffe, man hört ihn ein bisschen, sonst muss ich in der Nachbearbeitung da ein wenig tricksen. So, das Problem ist nur, sie hat nicht die ganzen Heilfähigkeiten, die ich eigentlich gerne hätte. Sie hat zwar Part-Heal, aber Divine Grace nicht. Dann kaufen wir das mal dazu. Und ich würde sagen, stellen wir die Party zusammen und legen mal los. Eventuell könnte man ihn noch mitnehmen anstatt den Gordon. Aber der Gordon ist weniger gestresst. Müssen wir bei dem noch was aktivieren? Wicked Slice. Was hat man noch? Dualist Advance. Naja, das ist eigentlich auch ein guter Angriff. Open Wind. Also da blutet der Gegner. Das kaufe ich mir mal dazu. Und dann, glaube ich, haben wir genug Geld ausgegeben. Stelle ich mal hier zusammen. Da machen wir eine ganz klassische Partie sozusagen. Mit den vier. Und ja, jetzt müssen wir natürlich noch auswählen, wo. Eine kurze 100% der Battle Rooms klingt eigentlich nicht schlecht. Was haben wir hier? Medium. Medium. Short. Nehmen wir den hier vielleicht. Und bevor wir jetzt loslegen, müssen wir noch unsere Ausrüstung zusammenstellen. Und das ist auch ein ganz interessanter Teil, weil da kann man auch ein bisschen gamblen sozusagen. Also ich nehme mal 8 Nahrung mit, das müsste leicht genügen eigentlich für einen kurzen Dungeon. Ein paar Fackeln braucht man, es sollte nicht zu dunkel werden. Eine Schaufel leite ich mir noch. Und naja, die restlichen Sachen ist eben die Frage, will man das Geld ausgeben oder nicht? Weil, wenn man es ausgibt und nicht verbraucht, das Geld bekommt man nicht wieder zurück. Vielleicht einen Schlüssel. Ich habe zwar noch nie einen Schlüssel gebraucht. Sonst nehmen wir mal von der Grundausrüstung noch jeweils eins mit. Was man auch aufpassen muss, das Ganze stackt nicht. Also auch da kann einem der Platz dann eventuell ausgehen. Da bin ich mal gespannt auf unsere Gegner. Of your lineage once familiar. Now, Boren. Also da unten sehen wir die Karte und ja, natürlich geht es in zwei Richtungen. Das heißt, Backtracking lässt sich in dem Fall nicht vermeiden. Wir sind aktuell in dem Raum. Ich bewege mich jetzt mal in den Raum hier und unterwegs sieht man so ein paar kleine Felder. Da muss man quasi jetzt selber rüberlaufen. Ja, und
ist natürlich in Gefahr, dass man hier in Fallen läuft, irgendwelchen Gegnern begegnet oder zum Teil findet man auch Schätze bzw. Dinge, die man durchsuchen kann. Ja, und wenn man Pech hat, dann hat das eben negative Effekte oder ist eventuell auch eine Falle. So, Licht geht uns schon langsam aus, deswegen werde ich mal eine neue Fackel anzünden, damit unsere Leute nicht zu gestresst werden. Der Raum ist leer, dann schauen wir uns noch den nächsten an. Nachteil übrigens, beim Zurücklaufen steigt auch der Stress. Ja, und jetzt sind wir in der Kampfsituation. Die ist, wie gesagt, rundenbasiert. Man sieht hier mehr oder weniger abwechselnd. In dem Fall haben wir drei Gegner. Einen Kultist Brawler, einen Bone Soldier und einen Kultist Acolyte. Alle mit, in dem Fall 12, 10 und 12 Hitpoints, haben auch alle unterschiedliche Fähigkeiten. Man schaut, der ist zum Beispiel recht gut im Ausweichen und ist recht schnell. Sind alles, nicht mal, die zwei zählen als menschlich, er zählt als unheilig. Und er hat auch Bleed Resistance 100%, die anderen zwei nur 25%, was für mich zum Teil relativ wichtig ist, je nachdem welchen Angriff ich wähle. So, sie hat ja Party Heal, wobei im Moment möchte ich das noch nicht verbrauchen, sondern werden wir lieber mal angreifen. Eben, wir stehen ganz hinten, können einen von den zwei angreifen und haben auch eine Chance, den zu stunnen, also zu betäuben. Mal schauen, die haben beide Stun Resistance 25%, dann greife ich mal den an, der nicht ausweichen kann. Den sollte man auf jeden Fall erwischen. Genau, der ist jetzt gestunt, also kann mal eine Runde lang nichts machen. Jetzt ist er dran. 7 Hitpoints hat er noch. Ist die Frage, wir haben hier 5 bis 10 Hitpoints, also könnte man ihn theoretisch ausschalten komplett, aber ist eh gestunt. Dann mache ich lieber meinen Grape Shot Blast. Der geht auf alle. Einer ist ausgewichen. Der mit hohen Dodge- oder Ausweichfähigkeiten. Oh, jetzt wurde ein bisschen durcheinander gewürfelt bei uns. Position wechseln. Während dem Spiel kann man übrigens auch mit dem Button hier. Verbraucht allerdings einen Zug. So, hier haben wir eben Zusatzschaden auf unheilig. Könnte man den direkt versuchen auszuschalten. Oder ich mache auch so eine Attacke auf beide. Sollte eigentlich den da hinten auf jeden Fall ausschalten. Und den zumindest mal ordentlich schwächen. Oder wir gehen direkt auf den, weil wir haben bereits 8 bis 14 in der Hoffnung, dass wir ihn komplett erwischen. Ja, natürlich 9 heißt genau ein Punkt übrig geblieben. Dann können wir den entweder jetzt fertig machen oder den hier eins verpassen. Ja, der weicht natürlich aus, obwohl er Dodge 0 hat. So, den schalte ich jetzt, glaube ich, aus, damit er einfach weg ist. Ah, den erwische ich nicht von da aus. Genau, da haben wir ja nur auf Position 2, 3 und 4. Der ist gut im Ausweichen. Habe ich die Werte vielleicht falsch rum verstanden? Ist Dodge 0 das Höchste? Kann das sein? So, er blutet mal. Nicht so gut. Können wir natürlich bandagieren. Oder er kann sich selbst heilen. Er kann sich nicht selbst heilen, weil... er steht an der falschen Position zum Heilen. Okay, dann werden wir in dem Fall weiter kämpfen. Schauen, dass wir den hier ausschalten. Erstmal weg. Stress zurückgegangen. Er wird wieder rumgemischt, aber das passt mir eh ganz gut. So, dann kommt er dran. Und ja, weil er nicht schon wieder ausweicht. So, da haben wir eh nur den Angriff zur Verfügung. Hätte man natürlich auch jemand anderen buffen können. Jetzt hoffe ich, dass sie nochmal dran kommt zum Heilen. Nein. In dem Fall haben wir ihn da ausgeschalten, aber auch gut. Wenn wir wieder ein bisschen umsortieren. Also, Moment. So rum. Ja, blutet noch ein bisschen, aber wird schon hinhauen. Da haben wir noch eine Fackel.
Also ein bisschen gestresst schon. Es gibt übrigens auch Fähigkeiten, die den Stress abbauen. Es gibt Fähigkeiten, die für Licht sorgen, also eine ganze Menge. Kann man aber alle nur während dem Kampf einsetzen oder während dem Campen. Je nachdem, ob es eben eine Kampf- oder Campingfähigkeit ist. So, 90% der Räume müssen wir erforschen, damit wir hier den Dungeon als gewonnen ansehen können. Heißt, einen können wir vermutlich auslassen. Den da hinten. Da haben wir nichts Spezielles gefunden. Dann geht's weiter. Jetzt haben sie alle Hunger. Werden wir einmal essen. Gibt auch ein paar Hitpoints zurück. Beim Campieren verbraucht man dann auch Essen, aber in dem Falle hat es genügt, unterwegs was zu futtern. So, das ist natürlich eher ungünstig. Da sind wir jetzt überrascht worden und die haben Position getauscht. Nicht so gut. So, schauen wir mal, ob wir da jemanden zum Bluten bringen können. Ja, der blutet jetzt und verliert ein Hitpoint über 3 Runden. Das ist gut. Er ist ein bisschen gestresst. Autsch. Er blutet jetzt auch. Eventuell Zeit, eine Bandage anzuwenden. So, das ist günstig. Dann haben wir jetzt schon auf 3 Hitpoints runter. Er kann da nichts machen an der Position. Müssen wir tauschen. So, sie könnte mal alle heilen oder ihn da komplett ausschalten versuchen. Ja. Zumindest haben wir ihn gestunt und hat eben nur mal einen Hitpoint, den verliert er dann durch Bluten. So, er ist schon ordentlich gestresst, auf ihn müssen wir gut aufpassen. So, dann werden wir mal alle heilen. So, er steht nach wie vor etwas ungünstig. Wenn wir den mal Bleed verpassen, er ist verblutet. So. Ah, auf ihn können wir da nicht zielen, dann machen wir nochmal einen Grapeshot Blast. Sehr gut. Ah. Der ist ausgestellt, das war nix. So, er hat eine Bleed Resistance von 100. Aber wir würden immerhin 4 bis 8 Schaden verursachen, also mit ein bisschen Glück. Ah, der stellt zu gut aus. So, der ist nächste Runde weg. Müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Und er ist auch weg. Noch einmal alle heilen. Und das war's. Ah ja, bekommen wir sogar noch einen freien Schlag. Und ganz gut, weil der Stress entsprechend zurückgegangen ist. Ah, sogar eine Medizin haben wir bekommen, ein Antidote. Sehr gut. Was haben wir hier? Gold, okay. Das heißt, unsere Medizin können wir jetzt auch da mal langsam einsetzen. Ja, da haben wir jetzt auch einen sehr speziellen Gegner. Der ist nämlich so groß, dass er 2 Positionen verbraucht. Position 1 und 2. Sieht man auch hier mit dem Schuss, der normalerweise eben 1, 2 und 3 trifft, erwischen wir hier nur die 2. Machen wir aber trotzdem mal. So, Bleed Resistance 25. Oh, natürlich Blight, das wäre noch besser. Blight Resistance 25. Na, bekommt er in dem Fall Blight verpasst, hoffentlich zumindest. Na, er hat widerstanden. Leider, leider. Mal alle wieder heilen. Ja, da direkt reinhauen, würde ich sagen.
14, nicht schlecht. Noch 12 Hitpoints übrig. Ja, und jetzt ist der Gegner dran. Der da hinten, ziemlich ein ungemütlicher Kandidat, weil der trifft auch alle. Und die weichen ganz schön gut aus. So. Sie heilt sehr gut. Das gefällt mir. Autsch. Das war ziemlich heftig. Und er blutet. Dann würde ich sagen, spendieren wir mal eine Bandage. So, noch 5 Hitpoints. Jetzt ist die Frage, ja, wir könnten ihn direkt fertig machen. Ich glaube, ich komme eh auf keinen anderen hin. Also eben ein bisschen buffen. Aber ich würde sagen, hauen wir ihn weg. Haben wir zwar den Blight mehr oder weniger verschwendet. Aber ist okay. Okay, so er ist jetzt Death's Door, heißt nächster Schlag und er ist weg. Eher ungünstig. So. Wie viel verliert sie momentan? Ein Damage auf 3 Runden. Da möchte ich die Battlefield Medicine einfach nicht einsetzen, sondern lieber weiterkämpfen. Ah, ausgewichen. So, wieder heilen. Weg von Death's Door. Auch ausgewichen, sehr gut. Ziemlich wenig Damage macht er. Den hätte ich gern so schnell wie möglich weg. Sehr schön. Sollen wir noch irgendjemanden buffen? Er kommt dann als nächstes dran. Ich glaube, sie zwei. Ah. Da kann man nur sich selber buffen, genau. Aber machen wir mal. Ah, na, er ist dran. Umso besser. Slice and Dice. Autsch. Noch 2 Hitpoints, das werden wir wohl auch noch schaffen. Sehr gut. So, hier haben wir jetzt eine kleine Vorausschau. Hier wird gescoutet, was es auf den Wegen gibt. Da werden wir, glaube ich, da entlang laufen, da haben wir offensichtlich weniger Hindernisse. Da hätten wir einen möglichen Schatz. Schauen wir da rein. Ah, nur schlechte Luft. Und hier haben wir ein Hindernis, das wir eben nur mit der Schaufel beseitigen können. Oder alternativ können wir uns mit der Hand durchgraben. Aber dann würde man ziemlich viel Stress bekommen und auch Hitpoints verlieren. Also gut, dass wir eine Schaufel mit haben. Ja, man kann es natürlich jederzeit auch aus dem Dungeon zurückziehen, wenn man das Gefühl hat, das wird nichts mehr. Allerdings bekommt man dann eine ganze Menge Stress dazu, sollte man auch aufpassen. So, er hat eine neue Fähigkeit bekommen, die habe ich ja auch noch gar nicht gezeigt. Jeder Held hat nochmal zusätzliche Fähigkeiten. In dem Fall ganz schön viel gegen Blight haben wir hier. Mehr Resistance gegen Diseases und gegen Stress. Dafür minus 10% Damage. Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, keine Schaufel mehr, aber ich möchte da trotzdem durch. Dann seht ihr eben, wir verlieren Hitpoints und wir bekommen ordentlich Stress dazu. Nicht so gut. Okay, ich schätze mal, einen Raum können wir auslassen. Dann laufen wir in dem Fall da runter. Und überstehen das mit ein bisschen Glück. So.
Sehr gut. Alle Räume erforscht, oder zumindest 90%. Heißt, wir können jetzt natürlich noch uns weiter umsehen, aber nachdem sie alle schon recht gestresst sind, werde ich den Dungeon beenden. Die Belohnung einkassieren. Und schauen wir mal, was wir für Fähigkeiten noch dazu bekommen haben. Er ist schneller Heiler geworden, okay. Bezieht sich auch nur aufs Campen. Und wenn das Licht zu dunkel wird, ist sie in dem Falle nachtblind. Okay. Ja, und jetzt geht das ganze Spiel entsprechend von vorne los. Kleine Übersicht übrigens noch über die ganzen Ziele, die es hier gibt in dem Spiel. Relativ viele. Ah, und den Nomaden habe ich auch noch zur Verfügung. Hier könnte man auch Artefakte kaufen, das habe ich glaube ich auch noch nicht gesagt. Es gibt hier noch zusätzliche Ausrüstungsslots. Ich glaube, ich habe ich gar keinen ausgerüstet, wohl er ist ausgerüstet zum Beispiel. Bloodcharm, Various Camp, also mit diversen Buffs oder Modifikatoren. Findet man auch in den Dungeons, kann man sich aber auch entsprechend wohl hier kaufen. Gut, ja, dann war es das kleine Einblick in Darkest Dungeon. Ich finde es ein ziemlich tolles Spiel, sehr tolles Spielkonzept, sehr abwechslungsreich, sehr viel Planung erforderlich und natürlich ja, mit Permadeath auch sehr, sehr spannend. Heißt, wenn hier einer der Helden verstirbt, dann war es das, den bekommt man nicht wieder zurück. Aktuell verfügbar, wie gesagt, bei Early Access. Ah, da haben wir noch was, das ich übersehen habe. Den kenne ich noch gar nicht. Survivalist. Was können wir hier machen? Ah, die Fähigkeiten fürs Campen. Freischalten. Alles klar. Gut, ja, eben aktuell verfügbar bei Steam als Early Access. Ich kann es nur empfehlen für alle, die eben diese Art von Spiel mögen oder auch für alle, die in diese Art von Spiel mal reinkommen möchten. Also ist relativ einsteigerfreundlich, vor allem in den ersten Missionen wird einem das Spiel hier sehr schön ausführlich gezeigt und ich bin auch mittlerweile, glaube ich, relativ weit gekommen, also muss ich ein bisschen einfinden. Schwierigkeitsgrad ist allerdings sehr angenehm ansteigend, wenn man es mal ein bisschen heraus hat und sich ein bisschen auch Gedanken macht, wen man so mitnimmt, wenn man wohin stellt und welche Fähigkeiten man wie und wann anwendet. Dann war es das für den ersten Tellerrand. Paar Kommentare, ob euch das Format so gefällt. Es ist ja mehr oder weniger eine Checkliste, aber eben andere Spiele würde ich mir auf jeden Fall wünschen, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Meinung dazu abgibt. Der nächste Tellerrand ist schon geplant, wird allerdings nicht allzu oft kommen, wollen wir ja nicht den Fokus am Kanal verlieren und der ist ja doch nach wie vor bei Wirtschaftssimulationen und Aufbaustrategie. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, vielen Dank und baba.